Ui, willkommen zurück in Mass Effect Andromeda. Ui, 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 meinte ich. Mit Bibi und Vetra auf Caldera gerade, die mal zum Tratschen angefangen haben. Okay, sie haben aufgehört. Es ist stumm geworden. Wir machen jetzt die zwei Caldera-Missionen nach Vetra, was auch immer, Lampe holen. Und dann, was bist du? Was war das? Was war das? Nichts. Okay, nichts. Zwei Parts. Dieser und der letzte. Der letzte wird. Oder drei Parts. Wir sind kurz vorm Finale. Wir werden es die Hauptmission dann gleich weitermachen. Erstmal Vetras Lampe suchen. Das ja, schaut nicht nach. Kann's losgehen? Schaut nicht nach dem richtigen Platz aus, aber ja, zeig mir deine Lampe. Das ist besser eine hübsche Asari-Lampe. Okay. Wir klettern. Echt jetzt? Wir können doch springen. Sie hatten recht. Die Aussicht ist traumhaft. Ah, dabei sind Green. Wir noch nicht mal oben. Ich wette, ich bin schneller. Ein Rennen? Darauf? Nicht reden. Klettern. Na los, Pathfinder. Und keine Jetpacks. Betrüger mag niemand. Ah, oh, okay. Dann verliere ich wahrscheinlich. Das ist unfair. Sie sind größer als ich. Was? Das ist ein Nachteil beim Klettern. Sie müssen eben über sich hinauswachsen, Ryder. Leichter muss man sein beim Klettern. Oh, schaut das cool aus. Boing. Ja, wahrscheinlich nicht das Screenshot oder Thumbnail. Aber das Bild einfach so. Was? Hey. Yep. Jetpack Ryder. Haben Sie Spaß? Das war unfair. Wow. Oh. So wird es überall sein, oder? Oder das. Nein. Besser. Das. Ich habe mich 14 Monate gefragt, ob es ein Fehler war, hierher zu kommen und meine Schwester mitzuschleifen. Nein, jetzt nicht mehr. An Bord der Tempest zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Das finde ich auch. Ohne sie wäre es nicht dasselbe gewesen. Oh. 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 Hey, Baby. Oh, yeah. Verdammt, dieses Spiel schaut gut aus. Verdammt, Caldera ist einfach zu geil. Zu geil, die Badlands. Oh, yeah. Oh. Schöne Himmelsmontage kommt dann auch noch nach dem Finale. Da. Nein. Fuck dort. Logbuch. Ah, dieser. Dieser hier. Doch in der Nähe nochmal. War diese Dame im Vortex nicht unglaublich, wie sie sich an der Bar vorgedrängelt hat? Ich bin eine Asari. Bei der Göttin, ich bin zu schön, um Schlange zu stehen. Die verschwendete Zeit könnte ein Millionstel eines Prozents meines Lebens betragen. Hey, wenigstens war es keine Turianerin, was? Die Regeln gaben mir nicht vor, was ich bestellen sollte, also habe ich einfach ewig gewartet. Sehr schön. Ah, ich war doch schon 10 Mal in dieser Höhle. Bum, 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 bum. Ach, kommt das Ding wirklich? Ah, ich habe neue Waffen mitgenommen. Feinde! Die Russat! Und die andere ist eigentlich nur die Riga. Die ist nicht ganz neu. Okay. Er wird wahrscheinlich einfach mit sich selber reden. Und das wird vergeudete Zeit gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Da sind sie ja. Sind sie den Spuren nachgegangen? Ich habe herausgefunden, dass sie ein Cat-Kollaborateur und Mörder sind. Und eines ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Oh. Dieser alte Spion würde sie fertig machen, wenn er nicht auch einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um sie von unserer Sache zu überzeugen.
Es war weder logisch noch taktisch klug, ihre Arche an die Cat zu verkaufen. Tja, ihnen fehlen Informationen. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Hey, ich weiß, wie wir unseren Aufstieg verhindern, indem wir aufsteigen, Idiot. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Dieser Verräter soll bekommen, was er verdient, Major. Lassen Sie den anderen Salarianern was von ihm übrig. Wenn Sie mich festnehmen, werden Sie die anderen nie finden. Ich habe Zeit zu suchen. Schon vergessen, ich bin im Ruhestand. Ich stehe in Ihrer Schuld, Ryder. Jetzt entschuldigen Sie mich. Ich brauche einen Miliztransport, einen Arzt und den stärksten Drink auf der Nexus. Na okay, es war anscheinend doch kein Verwechslungsfall oder Alzheimer oder Verrücktheit. Oh, wir haben den noch gelassen. Schauen wir mal, was das Rosa-Ding kann. Das ist ein kleines LMG, das Ding. Nein. Okay, dann sind wir auch fertig hier. Logbuch, was gibt's da noch? Nein, danke. Der Weg nach Hause. Jo. Patrick nach Hause telefonieren. Okay. Main Mission Time. Ich glaube, zwei Parts ist sehr realistisch. Dieser und der letzte dann. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Das kann warten, oder? Ich muss Speicherplatz schaffen und dieses Spiel verbraucht so viel. Über die Mods, die ganzen Mods auch noch. Jo. Bam. Ich empfange etwas. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Okay, dann rein da. Und docken. Ja. Ja, machen wir. Warte mal. Ich kann noch schauen, ob ich mir das Ghost herstellen kann. Ob ich hab. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ah. Ja, Stöhner. Okay, rein da. Es sieht alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Das ist ein großer Schritt. Unser bislang größter. Sind Sie bereit? Ja, unsere Zeit ist gekommen. Das ist der Lohn für all unsere Mühen. Gehen wir es an. Tempest, wir gehen rein. Ich hab Wetter mitgenommen. Ups. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Wenn wir keine Cora-Vitra-Verschmelzung, Cora-Baby-Verschmelzung mehr bekommen. Relikte. Und sie sehen nicht freundlich aus. Sollen sie ja auch nicht. Da kommen noch mehr. Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen.
Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so! Oh ja, die Waffe. Die besten, die ich je gesehen habe. Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. So eine Kiste unten. Hier, richtig gesehen. Aber kein Zero. Ich brauche eigentlich nur noch Zero, Element Zero. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch, zu was auch immer. Meridian Pathfinder. Was? Was ist das? Ein künstlicher Planet? Das ist... Wow! Ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Hierfür haben wir gekämpft. Und es ist erst der Anfang. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Sam, Tempest, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Okay. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Meinte meine Schwester? Dich können wir opfern. In die Krankenstation. Dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Care-Truppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte, holen Sie sich an die Proka 4 eine Waffe. Verdammt! Das wird doch kein Avenger sein, oder? Hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Fühlt sich das Spiel ganz anders auf einmal. Also mehr Oldschool. Ein Jetpack habe ich? Ein Jetpack habe ich. Der Moni ist wieder da. Bellenex ist nicht das Schlimmste. Sarah, erschießen Sie sie! Oh shit. Oh, schlechteste Granatenwurf ever. Ich
in Deckung, du Mädel. Sarah, Sam sagte, sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen. Das können sie nicht. Ich weiß, Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Okay, Captain. Wir haben dies überhaupt auf dieses Schiff geschafft. Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten Sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen Sie sich besser. Bye. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Na los! Sam, dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Ist schon am Weg. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Naja, Shurit! Netter Ladebildschirm. Jetzt mach schon, du verfluchtes Stück Reliktschrott! Tempest! Der Pathfinder ist zusammengebrochen! Bitte komm! Ryder, aber sie waren tot! Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Aber wie? Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam, um sie zu öffnen. Wir müssen zurück. Okay, das sieht schmerzhaft aus. Sind Sie sicher, dass Sie... Wir müssen zurück! Sie bewegt sich. Ryder, ich glaube, wenn Sie diesmal sterben, sind Sie wirklich tot. Ich kann es schaffen. Verdammt. Sind Sie sicher, dass Sie das durchhalten? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! So, der Kogane hätte mich getragen. Ich slow walke. Okay. Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder, oh, bitte kommen. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Hey, Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Schon weg. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Ich lebe noch, verdammt. Da sind sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht geben wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Er hat Sam, er hat Schiffe. Aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion. Und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen?
Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern, aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Richtig? Okay. Wenn wir kämpfen müssen, kämpfen wir. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Der Archon denkt, er wüsste alles. Nichts könnte ihn überraschen. Aber es gibt zwei Dinge, die er nicht versteht. Die Relikte und unsere Entschlossenheit. Also, wir kommen nicht mehr auf den Nexus. Aber wir sind noch im Schiff. Okay. Alle sind total aufgeregt, Pathfinder. Aber ich muss mit Ihnen reden. Treffen Sie sich auf der Brücke mit mir. Nutzen können, um Asteroiden zu schleudern? Das ist brillant. Ich habe meinen Pullover nicht mal. Ich habe die Außenposten kontaktiert. Die Leute stehen Schlange, um uns zu helfen. Gut, gut, gut. Wer ist sonst noch da? Geo? Was zu sagen? Komiker. Ich habe hier hinten alles im Griff. Sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen, Pathfinder. Die Relikt-Tech ist auf der Brücke installiert und aktiv. Mutter sagt, sie und die Clankrieger sind bereit. Sie brennen darauf, loszuschlagen. Geil. Das hier ist eine einmalige Chance und wir werden sie nutzen. Wieder übereinander. Die Elite-Einheiten dazu bereit sind? Freut mich, das zu hören. Jeder redet übereinander. Es gibt jede Menge Asari-Jägerinnen, die sich freiwillig melden. Einen solchen Kampf hat Helios noch nie zuvor erlebt. Okay. Und du so, sie Bro? Sie haben sich versteckt, bis sie gebraucht werden. Sehr gut. Wir sind fest entschlossen. Sämtliche Angara, sämtliche Familien stellen Ihnen alles zur Verfügung, was wir haben. Okay. Schauen wir mal. Deaktiviert. Wir brauchen sämtliche Energiereserven für die Schlacht. Das muss warten, bis die aktuelle Krise vorüber ist. Ich kann mir meine Kost nicht zusammenstellen. Nein! No. Dann schauen wir mal, wie weit wir drin sind. 22 Minuten. Verdammt, wird das ein schnelles Finale? Kann das sein? Nein, nochmal dauert das schon länger. Rutsart, Pistolen. Eager, nehmen wir die VIP-Kombi. Ansonsten haben wir nichts Neues. Ja. Ja. Auto brauche ich nicht. Passt schon. Das Spiel mich nicht kickt. Nette Ansprache. Sie haben die gesamte Crew inspiriert. Sie wuseln überall herum, um sich auf den großen Showdown vorzubereiten. Sie aber offensichtlich nicht. Sie inspirieren mich, Ryder. Auf eine Weise, die sogar mich selbst überrascht. Ich habe überall Rel'Tec umfunktioniert und Pock ist aufgemotzt und einsatzbereit. Wir sorgen schon dafür, dass sie die Sache heil überstehen. Ich mag's nicht, sie leiden zu sehen. Und so wie es aussieht, ist das Interfacing mit den Relikten ohne Sam schmerzhaft. Extrem schmerzhaft. Das ist nichts, was ein kleiner Ausflug in die Schwerelosigkeit nicht kurieren könnte. Jederzeit. Sie werden ja rot. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Oh. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe. Sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier.
trotzt weiterhin seinen Einschränkungen. Beeindruckend. Wir beenden das und sie kämpfen nicht nur gegen mich. Welch eine Verschwendung. Er will alle dem Aufstieg unterziehen. Wenn sich Helios nicht beugt, zerstört er ganze Planeten. Ja, und du beweist, dass ich es kann. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleibt beim Relikt. Gütige Mutter, das ist, als müsste man Aya ausweichen. Wir stecken in der Klemme, Ryder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Cat? Die Geißel und die Cat. Kello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Direkt dran, damit ich die Relikte formieren kann. Wir nutzen die größte Bedrohung in diesem Cluster zu unserem Vorteil. Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Ihre Flotte ist beschäftigt, Archon. Und mit der Hyperion entkommen Sie mir nicht. Das war's. Die Sache ist gelaufen. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Tat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Suvi, was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Ich kann die Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Auf und Dampf, ja. Heilige. Pathfinder, ich habe eine kleine Ablenkung. Pathfinder, Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die ganze verdammte Kavallerie. Sie wissen doch, dass ich mir nie eine Party entgehen lasse. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Oh, leer. Ein bisschen zu weiß, aber schaut cool aus. Vielleicht kann ich vergessen, dass es da eine Fahrt gibt. Okay. 45 Minuten. Das heißt, 15 Minuten noch. Dann kommt ein Part 2.
Okay. Jetzt müssen wir mal die Landschaft genau anschauen, ob das cool ist. Bisschen zu blendend. Ist das ein Jump? Das ist ein Jump, okay. Okay, mehr Anlauf. Ja, das ist schon ein bisschen cool. Keine Badlands, aber schon ziemlich cool. Und ein Flugzeug zerstört mich. Ah, oh, perfekt für einen Movie-Trailer. Pathfinder, der hat sie entführt. Captain Tan? Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon... Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah, wozu auch immer Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde Sie schon finden. Hey. Total Wimmer. Eigentlich hätte ich gern, dass der... Fahrt Steuerbord! Volle Kraft! Scheiße. Irgendwas hat dann beunruhigt. Wir müssen weiter. Na los! Eigentlich hätte ich gern, dass die Fahrt hier 15 Minuten dauern würde, was einfach irgendwie cool ist. Vom Style her. Und Battlefield im Hintergrund. Ist nicht die Hyperion. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen sie sich unter sie. Witzig. Aber mal im Ernst. Was sollen wir machen? Er hat recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Achtung, sie kommen in einen Trümmerregen. Tut mir leid, meine Schuld. Ich orte vor ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Bringen wir den Archon eben zu Fuß zur Strecke. Nein. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Kontrolle über diesen Ort übernimmt. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir regeln uns dadurch. Keine Sorge. Oh, Musik kommt zurück. Yeah. Landungsschiff. Achtung! Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt sie. Stets bereit für ein Abenteuer oder was immer das hier ist. Achtung, Pathfinder! Das große Kettschiff kommt zurück. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich glaube, es dreht ab. Ab. Kommt runter, Jungs. Kommt runter. Wo sind die? Ah, hier. Mehrere Gruppen greifen in den Kampf ein. Wo ist mein Lieblings-Pathfinder? Ah, warte. Das
Ist das nicht die falsche gewesen? Der Kampf findet da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Verstanden, Pathfinder. Das war doch die falsche Pathfinderin, oder? Das war doch das Modell von der alten, die wir ausgetauscht haben. Relikt-Konsole. Tempest, wir folgen dem Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach Ihnen. Wow, Energiespitze! Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Loot. Liege unter Beschuss. Aktiven Bereich beobachten. Ich überziehe sie mit Betäubungsmitteln. Meine Spezialität. Wir räumen einen Weg frei. Weiter so. Unsere Siedler kämpfen, als wäre es ihr Zuhause, Pathfinder. Wir vertreiben sie überall. Wir schaffen es. Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vernichtet. Dann machen wir ihn eben fertig. Es sind nur Eos, das was erstes drauf geht. Die Kämpfe. Achtung, können wir sie aufhalten? Prodroma Security im Einsatz. Der Widerstand unterstützt sie. Sind sie bereit? Das wissen sie doch. Ich kämpfe hier an der Seite unseres Cousins. Gemeinsam. Sollen sie das mal einatmen? Wir sind zu wenige Pathfinder. Wir riskieren nur Ablenkung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Bis zum letzten Mann. Unsere Zukunft ist Meridian. Unsere Zukunft endet hier. Und das verdanken wir dem Archon. Relikte von den Datenspitzen. Ich sende die Nachricht. Der Archon wird unsere Verteidigung Befehle erteilen. Wir werden attackieren. Oh boy. Das ist der Truppenstärke der einzige Ausweg. Was ist das Reliktchen? Das ist der Dieb. Angara. Wir haben es geschafft, müssen uns aber neu formieren. Machen Sie weiter, Pathfinder. Wir stärken Ihnen den Rücken. Efra. Langsam wird's eng hier oben. Zu mir. Ich schulde Ihrem Pathfinder. Diese Säulen scheinen nicht tragend zu sein. Ist das alles Meridian? Ich sehe die gleichen Muster wie in Ihren kleinen Prozessoren, aber die Ausmaße hier sind Wahnsinn. Da kann ich doch rüberhupfen. Probieren wir es, wir probieren es natürlich. Ja, ja. Shortcut. Oh boy. Für die Zukunft erkennt. Wir erledigen sie hier. Für die Zukunft. Pathfinder, wir haben eine Schuld zu begleichen. Wir sind an ihrer Seite. Das freut mich sehr. Sorgen wir dafür, dass die Cats sich nicht freuen. Oh boy. Habe ich das jetzt genommen? Verdammt. Donnern Sie diesen Ältesten direkt in den Generator. Nur zu gerne. Wenn ihr uns alle tötet, steigt der Archon erneut auf. Der Aufstieg macht uns zu Erben von allem, was Bosch ausmacht. Gut, das ist die Riga gut. Bleiben Sie beim Pathfinder, bis der Bereich gesichert ist.
Verdammt, ist die Liga gut. Verdammt, sind wir da schnell durch. Oh. Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann, können wir irgendetwas tun. Hurry up. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Captain. Alle in die Kryo. Los! 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 Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann die Brücke biotisch abschirmen. Muss nur nah genug ran. Die Schläfer haben Priorität. Festhalten! Es war mir eine Ehre mit... Captain Dunn? Captain Dunn! Ich bin noch hier. Kryokapseln intakt. Danken Sie den Pathfindern von mir. Und legen Sie den Archon um. Hören. Jo. Ich will eben mal kurz eine Wasserpause machen und ihr werdet eh schon wissen, ob es weitergeht. Wenn das Spiel kurz ist und es nicht mehr lange dauert, ist es hier vorbei. Ansonsten mache ich ein Part 2, falls es doch noch länger dauert. Warte mal, peace out in the meantime, Wasser, Piss, Break. Jo.